Jo, was geht und herzlich willkommen zum neuen Talk and Smoke. Und heute soll es wieder Tag-Shit geben. Und diesmal habe ich mir von zwei Personen Fragen ausgesucht, die ich jetzt beantworten werde. Und ja, ich bin hier live in der sibirischen Eiswüste. Hier in meiner Blockhütte habe ich es mir zurechtgemacht. Hab Qualm ins Auge bekommen und jetzt soll es losgehen. Fuck. Das war für mich eigentlich immer relativ einfach, denn ich war für mein Alter immer ziemlich groß. Also ich bin 1,92 Meter. Und da ging es eigentlich relativ einfach, an Kippen ranzukommen, weil alle dachten, ich wäre immer älter, also irgendwie 18 oder sowas, oder damals sogar 16, da waren Zigaretten nämlich noch ab 16, als ich 15 war. Und ja, so ging das eigentlich. Also von der Größe her haben halt alle gedacht, dass ich schon etwas älter bin. Naja, ich war ja selber minderjährig, als ich angefangen habe zu rauchen und ich weiß nicht, wie dieses Gerücht zustande gekommen ist, dass ich was gegen minderjährige Raucher habe. Ich meine, ich habe mal in einem Video gesagt, dass ich es nicht mag, wenn Minderjährige Videos machen übers Rauchen, weil ich das irgendwie bei den meisten irgendwie nicht für voll sehe, aber das ist ja was ganz anderes. Prinzipiell habe ich nichts gegen minderjährige Raucher. Ich habe aber dieses eine Prinzip, dass ich Minderjährigen keine Zigaretten gebe, wenn sie mich danach fragen, weil ich habe früher auch nicht geschnurrt oder sowas. Das gleiche zählt auch für Alkohol. Wenn mich irgendwer bei Edeka oder so fragt, ob ich für ihn den Alkohol besorgen kann, den ich nicht kenne und der minderjährig ist anscheinend, dann mache ich das auch nicht, weil ist halt strafbar und ich habe damals auch nicht nachgefragt. Ich habe es einfach selber gekauft. Also jeder muss selber sehen, wie er zurechtkommt. So ist ein bisschen assi, aber ist einfach so. Einige von euch wissen jetzt wahrscheinlich nicht, was er damit meint, aber der gute Dan von Real Sick Review, der schlägt die Packung immer, bevor er sie öffnet, auf die Handfläche, natürlich mit der Oberseite. Und das hat den Vorteil, dass der Tabak nach hinten rutscht und fester wird. Und dadurch kann er dann halt, wenn er seine Reviews macht, dann schmeckt er quasi dann das Paper. Ist eine Methode, die ich jetzt nicht ganz befürworte, aber so macht das halt. Ich persönlich mache es nur manchmal, wenn ich Bock drauf habe, also wenn ich möchte, dass die Zigaretten ein bisschen fester gestopft sind, aber normalerweise mache ich das nicht. Mein Name ist nicht Boris. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt, dass ich Boris heiße, also Boris, keine Ahnung. Bei Boris denke ich immer an Boris Becker und ich habe noch eine Seele. Schlechter Ginger-Witz. Aber egal, Bo ist einfach nur die Abkürzung von meinem ursprünglichen Spitznamen. Und wer die Sendung Hör mal, wer da hämmert kennt mit Tim Allen, aka Tim Taylor, der Heimwerker-King, der weiß, dass auf dem Helm von Tim Taylor Timbo draufsteht, weil er Tim heißt. Und so ist auch mein richtiger Name Tim. Also Tim, aus Tim wurde Timbo, dann wurde das Tim weggekürzt und dann kam Bo. Ich habe eine jüngere Schwester, die raucht aber nicht und ich glaube auch nicht, dass sie jemals anfangen wird zu rauchen, was ich relativ cool finde. Ich habe noch kein Auto, noch kein Motorrad. Ich weiß auch nicht, ob ich mir überhaupt irgendwann mal ein Motorrad hole. Auto auf jeden Fall, aber ein Motorrad. Wenn, dann eine Harley Davidson, aber das auch nur einfach, weil es Style hat. Muss man einfach mal so sagen. Harley Davidson geht einfach nichts drüber, was Motorräder angeht. E-Zigaretten halte ich für ein Phänomen, was jetzt so aufgetreten ist, ist einfach nur eine Modeerscheinung. Entweder raucht man richtig, also Tabakprodukte, oder gar nicht. So ein Zwischending finde ich sowas von blöd, auch wenn es heißt, ja, es ist gesünder. Die Folgeschäden sind noch gar nicht richtig erforscht worden, was auch gar nicht geht. Bei Tabak weiß man wenigstens, dass man davon Krebs kriegen kann und sowas. Aber diese E-Zigaretten, ich weiß nicht, das ist einfach nur Chemie pur. Und also da kann ich irgendwie nichts für abgewinnen, auch wenn man bei YouTube mal Zigaretten eingibt, da kommen sofort E-Zigaretten. Ich weiß nicht warum, finde ich blöd, würde es auch nie mir kaufen, also wenn, dann rauche ich richtig oder ich rauche gar nicht. Aber so ein Zwischending finde ich Quatsch. Ich werde bestimmt irgendwann mal aufhören mit dem Rauchen, also ich habe es mir als Ziel gesetzt aufzuhören, wenn ich selber mal Kinder haben sollte. Denn ich finde, Kinder sollte man nicht belasten mit Rauchen und dieses Zugqualm. Das muss einfach nicht sein und meiner späteren Frau würde ich es auch nicht zumuten wollen, in der Schwangerschaft irgendwie vollgequalmt zu werden. Und darum denke ich mal, ist das ein cooles oder ein cooler Zeitpunkt, um aufzuhören. Aber bis dahin genieße ich noch meine Zigaretten und ich meine, man lebt ja nur einmal, YOLO, und darum
sollte man das Leben genießen mit all seinen Blödheiten und schönen Sachen. Und dazu gehören nun mal auch Zigaretten. Ja, und das war's wohl mit dem Talk and Smoke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn ihr mehr Fragen habt, dann schreibt die einfach in die Kommentare oder vielleicht sogar mal eine Videoantwort mit eurer Frage an mich. Dann kommt ihr 100% ins Video rein. Und ja, dann zum Schluss sollen noch ein paar Grüße rausgehen. Und der erste Gruß geht nach Slowenien. Und zwar an den MJ the Tiger Official. Sei gegrüßt. Und dann noch an den Lukas Ellinger, der auch unbedingt mal erwähnt werden wollte in einem Video von mir. Bitteschön. Und wenn ihr Bock habt, auf Facebook mal ein paar Raucherseiten zu liken oder sowas, dann geht doch mal auf We Love Smoking. Das ist gerade eine neue Seite irgendwie. Die haben mich angeschrieben, dass ich die mal ein bisschen supporten soll. Könnte cool werden, ich weiß es nicht. Checkt es einfach mal aus. Und ja. Das ist keine Werbung, ich krieg dafür kein Geld, aber es wäre cool, wenn ich dafür Geld kriegen würde. Hahaha. Und ja, dann rauche ich jetzt noch meine letzte Zigarette von den JPS Blacks. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Und jetzt geht mein verdammtes Feuer nicht. Fick dich hart. So. Übrigens, ein guter Raucher hat immer zwei Feuerzeuge dabei, falls das eine nicht funktioniert. Das nochmal als Tipp und wir sehen uns das nächste Mal. Haut da rein! Kippe aus, Video aus.